Leute, der 31.10.2020 geht in die Geschichte ein. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Tag überhaupt mal erlebe, aber es ist vollbracht. Endlich. Nach mehr als 9 Jahren des Zweifelns, der Ungewissheit, der Verärgerung hat Lisa aus der Klasse 6b meinen Zettel mit Ja angekreuzt, ob sie mit mir gehen will. Danke Lisa. Und ach ja, der Berliner Flughafen hat auch endlich eröffnet. Und damit herzlich willkommen auf ungeschminkter Backscreen mit ungeschminkten Meinungen über alles, was du auf deinem Schirm haben solltest. Und heute gibt's mal was Positives zu erzählen. Und ich meine nicht die aktuellen Virustests, sondern dass der Berliner Flughafen endlich fertiggestellt ist. 6-mal wurde der Eröffnungstermin verschoben. 4 Jahre Bauzeit benötigte der BER seit dem ersten Spatenstich 2006. Und mit 9 Jahren Verspätung geht er nun an den Start. Zwischenzeitlich fragte man sich echt, wo die Menschen zuerst landen werden. Auf dem Berliner Flughafen oder auf dem Mars? Nur zum Vergleich, das Kolosseum in Rom wurde um das Jahr 80 nach Christus in nur 8 Jahren fertiggestellt. Und wenn man genauer hinschaut, müsste man beim BER von den Anfängen der Planung bis zur Fertigstellung vielmehr so 20 Jahre veranschlagen. Denn schon im Januar 1992 gründete sich die damalige Berlin-Brandenburg Flughafen Holding und begann mit den Planungen des neuen Flughafens. Nach 14.057 baulichen Brandschutzmängeln, rund 1.300 falschen Raumnummern, 750 altersschwachen Monitore und ganz neue 450 falsche Mülleimer, die kurz vor der Öffnung neu besorgt werden mussten, der erst im Probebetrieb am Berliner Flughafen mit etwa 10.000 Komparsen auffiel, dass die Öffnungen der Abfallbehälter zu klein sind und man feststellte, dass die Kaffeebecher dort stecken blieben wie Rainer Kallmund in der Telefonzelle, hat der Spuk nun endlich ein Ende. Wobei man sagen muss, wenn uns vor 10 Jahren einer gesagt hätte, der Flughafen Berlin wird just dann eröffnet, wenn alle Flüge gestrichen sind und weltweit keiner sein Haus verlassen darf, weil ein Virus herumgeht, was hätten wir alle gelacht und gelacht. Ach, herrje. Ich meine, jetzt im Lockdown öffnet der Flughafen Berlin. Das ist ungefähr so, als wenn man stundenlang hungrig auf den Pizzaboten wartet und dann, nachdem man aus Verzweiflung sich mit den Chips vollgestopft hat, die man noch irgendwie im Schrank gefunden hat, klingelt es endlich an der Tür. Yay. Eigentlich kann man für diesen Flughafen doch gleich mal den Denkmalschutz beantragen. Eine Sanierung wäre auf alle Fälle bald wieder fällig. Ich meine, der ist knapp 10 Jahre alt. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch zum neuen Flughafen. Ich meine, in der Zeit und mit dem Budget hätte China ganz Deutschland mit Flughäfen zugepflastert. Trotzdem wünsche ich ganz viel Spaß mit. Hat ja auch nur schleppische 6 Milliarden Euro gekostet. Geld, von dem schätzungsweise 240.000 Kita-Plätze geschaffen werden könnten. Aber gut, ursprünglich waren einmal knapp 2 Milliarden Euro veranschlagt. 4 Milliarden mehr sind es inzwischen geworden als Folge von Fehlplanungen und Missmanagement. Die Hauptlast dieser Kostenexplosion wird der Steuerzahler tragen müssen, denn der Flughafen gehört der öffentlichen Hand. Aber es gibt auch was Gutes, denn endlich ist dieses Thema für halblustige Comedians tot und sie müssen sich wieder wirkliche Witze ausdenken. Kennste. Selbst der Postillon musste daraufhin Mitarbeiter entlassen. Schwere Zeiten also für Comedians, also abonniert gerne diesen Kanal, um mich auf diese Weise zu unterstützen. Schließt gerne eine Mitgliedschaft ab, folgt meinen Social Media Kanälen in meiner Beschreibung und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Broadcast Yourself, Broadcast Together. Und da fällt mir wieder ein, dass Stuttgart mal einen Bahnhof bauen wollte, oder? Jedenfalls macht es gut. Ciao.